Ich muss diese Rüstung fertigstellen. Wir reden später. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Ich muss das hier fertig machen. Der Mutant? Ich habe schon interessante. Da wollte ich mal Leute haben, die mir Sachen auseinandernehmen. Sind die jetzt zu beschäftigt für mich? Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst. Bam, 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 bam. Hallo Feldwebel. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Genau. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Dann auf zum Stallmeister. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bring's ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalm in den Arsch. Das ist nicht nett. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Hallo, Uma. Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kermoren bringen. Kermoren, endlich. Schluss mit dem Unsinn. Gehen wir. Hey. Also geht's nach Kermohan. Ach du meine Scheiße. Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysimar. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Tja, so viel zum Thema. Es geht endlich mal nach Kermohan. Schade. Aber wie sie immer, waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort.
Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Ja, sind wir mal nett. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir 3 solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Fangen wir doch damit erstmal an. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. ...der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Ja, sagen wir ihm. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Genau. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das... Wafail Elaine Ketmilfuli. Gledif Dorn Ebtneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Mhm. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Okay. Gut. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Dann kommt jetzt noch unsere Audienz wahrscheinlich mit Yennefer. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Ja. Wir können uns später streiten, an einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Okay. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Bis dann. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen,
Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ja, wie gesagt, die haben wir schon zu Beginn unserer Reise. Eine Woche. Hui. Ganz ruhig plötzlich. Schon gut. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Gut, immer müssen wir nicht mit Uma kämpfen. Ich frage mich ja, warum sie Uma nicht zumindest mitgenommen hat. Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Jo. Zu lange. Und? Wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte jene verrecht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Ach, das? Ich habe Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Scheinbar nicht. Sie teleportiert ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Hm. Okay, wo sind sie denn? Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Tja, und wie üblich müssen wir uns ja mal wieder um alles, so wie es aussieht, selbst kümmern. Dann gehen wir doch vielleicht als erstes zu Yennefer. Und helfen danach dann unseren Freunden bei ihren anderen Aufgaben. Das ist echt hier schon beeindruckend. Und angeblich soll es ja, glaube ich, immer noch Geralts letzter Auftritt sein. Gut, es gibt ja noch dann das Add-on, was ja auch noch irgendwann erscheint, aber ja, schon ein bisschen schade.
Ne, dem helfen wir nachher. Dem Lambert. Also denn nur noch ein paar Treppen. Verflucht nochmal, du Stück Scheiße! Oh je. Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, tut mir leid, aber ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären. Zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Mal schauen. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Ah, es geht also doch um Triss. Ja, es geht um unsere liebe Triss. Geralt, ich wirke ungern wie eine rachsüchtige Giftnudel. Aber in diesem Bett hast du zufällig eine gute Freundin von mir gefickt. Ja, ich weiß. Du hattest das Gedächtnis verloren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass ich aufhöre, dir Vorwürfe zu machen und du dafür das beknackte Bett nicht mehr erwähnst. Einverstanden? Einverstanden. Okay. Wunderbar. Beschäftigen wir uns mit Wichtigerem. Gut, was soll ich tun? Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Na gut, ich rede mit ihnen. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Okay. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Das ist keineswegs geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, Ui. Eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Genau. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Gut, wie helfe ich dir? Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Okay. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Abschiedskuss. Eins noch. Danke, Geralt. Ein Questgegenstand erhalten. Ah, sogar schon ausgerüstet.
Hier ist nichts.